Grüß euch, Leute. Ja, ich bin jetzt mittlerweile schon wieder zurück im Hotelzimmer. Wollte euch aber noch kurz ein bisschen erzählen, was wir heute so gemacht haben, was ihr so gesehen habt. Wir sind heute gestartet im Vasa-Museum. Die Vasa ist ein Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert, das bei seiner Jungfernfahrt im Hafen Stockholms gesunken ist nach wenigen hundert Metern. Einfach weil man keine Erfahrung mit so großen Kriegsschiffen damals hatte und ja, das Schiff einfach falsch konstruiert war, zu wenig Ballast hatte und damit einfach nicht stabil im Wasser lag. Und ja, ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, dieses Museum zu besuchen. Wenn ihr mal in Stockholm seid, startet dem Vasa-Museum auf jeden Fall einen Besuch ab, das ist es auf jeden Fall wert. Anschließend waren wir dann noch im Kindermuseum, das gleich quasi neben dem Vasa-Museum liegt. Wir haben dort dann auch noch mal einige Zeit verbracht, bevor wir dann ja, nicht allzu weit entfernt, zu Fuß auch leicht zu erreichen von den beiden Museen aus, in das Freilichtmuseum in Stockholm gegangen sind, wo man versucht hat, Ende des 19. Jahrhunderts die traditionelle Lebensweise sozusagen irgendwie für zukünftige Generationen zu bewahren. Liegt sehr nett. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sehr viele dieser Häuser leider zu waren, nicht zugänglich. Ja, und dann zu guter Letzt, bevor wir dann ins Hotel zurückgefahren sind, haben wir dann noch ein bisschen einen Spaziergang am Kanal unten entlang gemacht bis zur ja, zum Zentralbahnhof sozusagen dieses Viertels und haben jetzt dann schon langsam den Tag ausklingen lassen. Ja, in dem Sinne, Leute, genug gequasselt wieder für heute und ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns natürlich morgen wieder im nächsten Video, nochmal mit Stockholm. Bis dahin. Alles Gute, euer Chris.